Namaste, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Far Cry 4. Wir machen endlich mal weiter mit der Hauptmission, beziehungsweise mit der Mission für den Goldenen Pfad. Das ist jetzt wieder Zeit für. Wir sind ja mittlerweile auch ziemlich gut ausgerüstet. Vielen Dank, er antwortete und sprach zu ihnen. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Ich habe keine Hemden und kein Essen. Aber bitte nehmt diese Vorräte als Dank dafür, dass AJ Gale meine verlorene Lieferung geborgen hat. Longinus. Ja, einen Brief geschrieben, der gute Longi. Kennen wir ja, der Priester, der Verrückte. So, und hier können wir nochmal, ja, schöne Kunst, die kulturellen Güter hier vom Lande Kirat begutachten, aber, oh, auch kulturelle Güter vom Lande Kirat, Kirati, nicht schlecht. So, ihr eigenes Bier. So, und jetzt aber, auf geht's mit der Hauptmission. Amita. AJ. Longinus sagte, die sind von dir. Danke. Danke, Bruder. Er sagte auch, das Opium bei der alten Teefabrik sei abholbereit. Wir müssen dieses Gift vernichten. Vernichten? Machst du Witze? Wir müssen uns die Lieferung und die Felder sichern. Amita, das Thema hatten wir schon. Wir dürfen Kyrat nicht in einen Drogenstaat verwandeln. Sabal, es gibt hier keine natürlichen Ressourcen. Was kommt, wenn wir frei sind? Die Minen sind leer, die Felder ruiniert, auf Jahre. Also befreien wir unser Volk. Und dann? Das ist nicht unser Weg. Das war er nie. Wenn du das tust, bist du wie Pagan. Ein moralischer Bankrott. Immerhin besser als ein echter Bankrott. Und schon wieder. Schwere Entscheidungen. Ja, wir haben ja schon gehört. Amita will Drogenbeauftragte werden von Kyrat, kann man so sagen, glaube ich. Oh, hier gibt's auch schöne Waffen. Und der Sabal will das natürlich nicht. Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, unter uns Freunden, der Sabal hat natürlich recht. Wir können das nicht in Drogenstaat verwandeln. Allerdings hat die Amita auch spurenweise recht. Denn was passiert, liebe Freunde, was passiert, ja? Komm, ja, sag mal alles ein, was geht. Ist schön. Was passiert, wenn dann, ja, das Land frei ist? Ist es dann recht zu fertigen, es in einen Drogenstaat zu verwandeln, der ewig mit Drogen handelt? Ist das eine Rechtfertigung? Ist das okay für die Menschen, dass man da für andere Menschen vielleicht nicht unbedingt was Gutes tut? Kann man das rechtfertigen? Für die Freiheit eines Landes, oder liegen wir bei Sabal? Hören wir uns sein Angebot an. Bin dabei. Schön, dass du auf unserer Seite bist. Mohan hat den Goldenen Pfad nicht als Drogenring gegründet, Bruder. Amita, sie liegt falsch. Begib dich zur alten Teefabrik und brenn sie nieder. So, und jetzt können wir uns überlegen. Machtverhältnismission. Sabal möchte die Opiumfelder bei der Kirati-Fabrik zerstören und dem Einfluss der Drogen auf Kyrat ein Ende setzen. Wenn du diese Mission annimmst, lehnst du Amitas Mission ab. Bist du dir sicher, dass du diese Mission annehmen möchtest? Wir brechen nochmal ab und hören uns natürlich auch mal an, was Amita zu sagen hat. Beim letzten Mal haben wir ja die Mission für Sabal gemacht, deswegen wollte ich ja eigentlich eine für Amita machen, aber lässt sich das rechtfertigen? Ich glaube, du liegst richtig. Ich weiß, es sollte eigentlich nicht so laufen. Aber Kyrat hat keine Chance, wenn Sabal weiter in der Vergangenheit lebt. Begib dich zur alten Teefabrik. Sichere diese Felder. Und jetzt haben wir natürlich eine weitere Möglichkeit. Rückgewinnung. Machtverhältnismission. Amita möchte die Opiumfelder bei der Kirat-Teefabrik übernehmen, um damit die Aktivitäten des Goldenen Pfads zu finanzieren. Wenn du diese Mission annimmst, lehnst du Sabals Mission ab. Ja, und an die Frage an euch. Mal so persönlich gesagt, und wie hättet ihr trotzdem im Spiel entschieden? Ich werde mich jetzt für Amita entscheiden, weil wir letztes Mal Sabal hatten. Aber ihr könnt gerne natürlich euer Feedback dazu liefern. Ob das richtig ist oder nicht, ist natürlich echt eine andere Frage. Darüber lässt sich gut in den Kommentaren diskutieren. Rückgewinnung machen wir für die Amita. Ja, und da ich jetzt ja eine ganze Folge aufnehmen muss, kann ich euch jetzt schlecht entscheiden lassen, 5 Minuten Folge raushauen und dann sagen, ja, morgen kommt dann die richtige Folge. Deswegen erledige ich das jetzt ohne eure... Ja, ich sag mal, Umfragen, beziehungsweise ohne euer Feedback dazu. Beim letzten Mal hatten wir die Mission, die Entscheidungsmission, ja tatsächlich mit einer Entscheidung deklariert. Oh, ups. Danke, dass ihr den Sender Freies Kyrat eingeschaltet habt. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber anscheinend gibt es einen verrückten Killer in Kyrat mit einer Vorliebe für Masken.
Ich schätze, Masken sind sein Markenzeichen oder so. Da kommt man ins Grübeln. Was wäre mein Markenzeichen, wenn ich ein Serienmörder wäre? Ich meine, ihr Leute wisst ja nicht, wie ich aussehe. Ich habe den perfekten Schleier des Geheimnisvollen. Aber Spielkarten wären zu klischeehaft. Masken gibt's schon. Wie wär's mit Kacke? Ich meine, eine schicke, perfekt gelegte Wurst auf der Stirn meiner Opfer. Das wäre echte Kunst. Die Bullen würden sich das ansehen und sagen, oh, was für eine abgefahrene Scheiße. Sie würden mich den Kacke-Killer nennen oder den Fäkalwürger. Könnt ihr euch vorstellen, dass man eure Leiche mit einer Kackwurst auf der Stirn findet? Die Leute würden sagen, er ist doch krank. Nicht nur, dass er Leute umbringt, er scheißt auch noch auf sie. Der ist wie R. Kelly, nur schlimmer. Ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, wie ich auf sowas komme. Das fällt mir einfach so ein. Und jetzt Musik. Sehr geil, sehr geile Story. Ich kacke ihn einfach auf den Kopf. Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall ein schönes Markenzeichen für einen Killer. Aber viele Killer halten sich ja echt Trophäen auch und sowas. Oder machen das nach einem bestimmten Ritus. Warum ist das so? Also Trophäen, klar, um sich nochmal an diese Tat zu erinnern. Um die ein bisschen wieder aufkeimen zu lassen, sage ich mal, in Gedanken zumindest. Ihr hört den Sender Freies Kürat und hier ist euer Rabbi Ray Ranam. Ein Freund hat mir erzählt, dass die Royal Army die Lager von Nomaden in ganz Kürat angreift. Ganz tolle Aktion, Leute. Ganz tolle Aktion. Lasst es an den Kleinen aus. Das nervt, wisst ihr, weil diese Jungs haben es echt so schuhschwer genug. Ich meine, Nomaden, überlebt doch mal. Jede Nacht in Zelten schlafen, ständig umziehen, das ist doch kein Leben. Die Leute müssen wahrscheinlich in Kartons kacken. Und habt ihr euch mal überlegt, wo die duschen? Wahrscheinlich müssen die Wasser in der Gießkanne holen und es sich über den Kopf kippen, wie die Tiere. Und ihr kennt mich, ich kacke nur in Porzellan. Ein Porzellanmann bis zum Tod. Und ich bin ein Bidetmann. Mein Hintern ist so sauber, dass man sich drin spiegeln kann. Vor meinem Arsch könnt ihr euch rasieren, Leute, so sauber ist der. So. Und dann versetzt euch mal in deren Lage. Ihr stinkt, ihr kackt in einen Karton, ihr zieht dauernd um und ihr wisst, ich hasse umziehen. Am Ende des Tages willst du dich nur noch hinlegen. Vielleicht einen runterholen und an dein Mädchen denken und plötzlich, klopf, klopf, Royal Army, wir kommen, um dich mit Blei voll zu pumpen und alle abzuknallen, die du liebst. Das ist doch scheiße. Also, was lehrt uns das? Werdet bloß kein Nomade in Kürat. Und wisst ihr, was das Traurige daran ist? Vielen ist das total egal. Wir halten die Zivilisation für selbstverständlich. Nehmen wir Chotu zum Beispiel. Er wohnt in einem Haus und riecht trotzdem wie ein Nomade und furzt. Wie kann das sein, Mann? Wie kann das sein? Ich war doch schon mal bei dir. Du hast eine Badewanne, oder? Du hast eine Badewanne. Mann, füll sie mit Wasser und tauch deinen Kopf da ein. Echt, Mann. Höhlen, Haare, Körperöffnung. Halt das bitte alles schön sauber. Sehr geil. Also ich wollte ihn jetzt nicht unterbrechen. Waren ziemlich coole neue Dinger im Radio gerade. Zwischendurch ist er echt lustig. Eliminiere die Gegner und beschütze die Mondfelder. Mond ist, glaube ich, doch der Grundstoff von Heroin, wenn ich mich nicht erinnere. Das sind die Opiumfelder quasi. Die Curative-Fabrik. So, und jetzt haben wir ja den Amitas Weg gewählt. Es gibt eigentlich nur zwei Unterschiede. Entweder wir brennen alles nieder oder wir sichern das. Das sind die zwei Optionen. Aber erstmal checken wir die Lager. Und da oben sehe ich doch schon einen. Wie viele Typen sind hier? Da unten haben wir auch noch einen ausgemacht. Da hinten mache ich auch noch einen aus. Die sind ziemlich verteilt. Wir haben ja neuerdings diese Schrotflinte. Dieses schöne Gerät bekommen in der letzten Folge noch. Ach, wer sind da unten? Ah, ein Hund. Gut zu wissen. Den hätte ich beinahe übersehen. Die beiden da hinten. Okay, da haben wir ja schon mal die Feindesaufsicht hier. Kann man machen zwischendurch, würde ich sagen. So, wen nehmen wir denn jetzt da hinten? Blinkt irgendwas, seht ihr? Jetzt blinkt es da vorne. Als wäre das eine Spiegelung von einer Uhr oder sowas. Ist natürlich die Frage, was wir genau machen. Wir können Köder werfen. Oh, da unten ist noch einer. Ich habe das Gefühl, das werden immer mehr Feinde hier, ey. Ich würde sagen, wir probieren das mal ganz geschickt. Mal ausnahmsweise. So, wir schleichen uns mal hier ran. Da vorne ist auch noch ein Hund. Die können wir uns auf jeden Fall mit dem Köder vom Hals schaffen. Zumindest das. So, und wir schleichen uns jetzt von hier an. Die haben auch schweres Geschütz da. Mörser oder was das ist. Also nicht alles gerade sehr einladend.
Ich habe die Teefabrik erreicht. Klasse, AJ. Die Drogenfelder sind Kyrats Zukunft. Wir brauchen sie. Und du musst sie für mich sichern. Vertreibe die Army und sorg dafür, dass dem Mond nichts passiert. Und pass auf dich auf. Deine Hilfe wird noch gebraucht. Bitte! Okay, jetzt wird's interessant. Nächster erledigt. Die haben uns noch nicht gesehen. Zumindest wissen sie noch nicht genau, woher wir kommen, weil wir aus dem Schatten mit Schalldämpfer agiert haben, aber das ist nur eine Frage der Zeit. Dann ist der nächste Hund. Scheiße, verfehlt. Ich muss aufpassen, dass sie mich jetzt nicht sichten. Es läuft gerade ganz gut, eigentlich so wie es ist. Jetzt haben sie mich. Wow. Nichts da, mein Kleiner. Hundefell brauchen wir bestimmt noch für irgendwas, oder? Ich nehme es mal mit. Wow. Was zum Teufel? Die brennen die ganzen Mondfelder an. Okay, jetzt wird's lustig. Ja, scheiße. Wow. Lade schnell nach. Und nächster, bitte. Wow. Okay, wir müssen schnell da hoch, bevor der die Mondfelder komplett abbrennt. Der wird es ja nicht auf sein Haus bauen, oder? Wow, was hatte der denn vor? Hier können wir uns schnell einen Molotow nehmen. Scheiße. Dann machen wir es halt so. Ah, schöner Takedown. Okay, mal kurz nachladen. Das sagt er. Pass auf, der will Verstärkung rufen, der eine da hinten. Das ist ein Alarmding. Muss ich mich jetzt beeilen. Hier vorne auch. Scheiße, der nächste Hund. Wo ist er? Da. Oh nein, das war's. Steh auf, du Penner! Okay, jetzt wird's richtig übel. Wow. Ja, die Mondinger abzubrennen ist deutlich einfacher. Okay, jetzt kann ich die Dinger auch nicht mehr abschalten, oder? Ich weiß es gar nicht. Okay, pass auf. Kann ich das Ding umdrehen soweit? Ich hoffe, es ist doch schwer. Nein, kann ich nicht. Scheiße. Sonst wäre auch zu schön gewesen. Noch schöner Treffer. Ja, komm, jetzt reicht's aber. Bam! Okay, das waren noch nicht alle. Da kommen noch mehr. Was eine Action. Wir haben es geschafft, glaube ich. Amita, erledigt. Paul wird die Felder nicht aufgeben. Ich schicke dir Hilfe. Halte durch, bis die Männer da sind. Wir stoßen jeden Moment zu euch. Oh, fuck. Gleich geht's bestimmt los. Die schicken noch mehr Verstärkung. So, jetzt muss ich aufpassen. Beutetasche fast voll. Formiere dich neu mit dem goldenen Pfad. Das kann eine harte Mission werden. Da sollten wir vielleicht echt ein paar Minen legen. Wir haben ja noch das Mörser-Ding hier. Wo könnten die denn kommen? Von hier? Warte mal, wenn die anderen von da kommen, dürfte das ja auch der übliche Eingang sein. Wow. Ich weiß es nicht. Probier was. Zack. Oh, scheiße. Was mache ich hier für einen Kack? Ich wollte eine Mine platzieren. So. Aus dem Süden kommt die Army. Ist ja natürlich dann völlig falsche Richtung, wo ich die Dinger hingelegt habe. Super Idee. Halte das Feuer mit den Sprinklern auf. Scheiße, da vorne kommen sie. Oh.
Okay, jetzt muss ich irgendwas tun. Wie kann ich die Sprinkler anhauen? Ja, ich kann nichts machen. Ach du Kacke. So, den haben wir gerade auch noch so. Oh nein, oh nein. Ich kann das Feuer nicht mehr löschen, das bringt überhaupt nichts. Treffe ich da irgendwas einfach mal so rein? Da! Ihr Schweine! Oh Gott, und Unterstützung haben wir auch nicht mehr wirklich. Boah! Okay. Das ging zu krass ab. Jetzt wissen wir wenigstens, von welcher Seite die kommen. Ist ja schon mal immerhin etwas. Wow. Für solche Fights muss ich, glaube ich, auch den PC haben. Erledigt. Paul wird die Felder nicht aufgeben. Ich schicke dir Hilfe. Halte durch, bis die Männer da sind. Na, die Sprengler kam ich ja gar nicht ran. Nicht mal ansatzweise. So, jetzt werfen wir hier ein paar Minen hin. Nummer 1, zack. Jetzt wissen wir ja, dass die von hier kommen. Nummer 2. Oh, der war ein bisschen scheiße geworfen. Leg ich hier lieber nochmal eine hin. So, und für den, der danach folgt, haben wir auch noch was Feines vorbereitet hier. Ich hoffe, die kommen auch von da. Und C4 hätte ich auch noch im Petto, aber was soll's. Mal den Granatwerfer zur Hand nehmen. Vielleicht können wir direkt ein paar Gebäude in die Luft jagen. Okay, Leute. Ich wäre dann soweit. Amita schickt uns zur Hilfe. Hey, komm mal her. Die Army kommt auf uns zu. Seid bereit. So, die Zeit hatte ich ja eben auch gar nicht. Habe ich auf der völlig anderen Seite gestartet. So, und jetzt wissen wir, die kommen aus dem Süden. Hier ist das Feld, das wir beschützen. Bleibt mal bei mir, Freunde. So. Ha, Vierfach-Kill. Sehr schön. Ne, da hole ich mir lieber die hier. Okay, da ist wieder einer hochgegangen, ab in die Mine. Sehr schön, das funktioniert super mit den Minen. Immer anvisieren und ein bisschen höher. Oh, den ducken wir so. Zack! Tod von oben. Ja, yeah, haben wir es endlich mal hinbekommen. Vorsicht, da von der rechten. Oh, da brennt's. Ist aber kein Mondfeld, oder? Hier ist zum Glück nur Wiese. Jungs, ihr müsst die fertig kriegen. Was machen die denn da? Oh, da sind Anzündler. Oh Gott, jetzt brennen die da alle nieder. Soldaten von Osten. Ach du Scheiße, das wird hart. Das Feuer gerät außer Kontrolle. Ich muss die Sprenkler anmachen. Wie mache ich die denn jetzt an? Scheiße. Ich muss mich jetzt um alles kümmern, oder was? Nein, das schaffe ich nicht. Hänge fest. Ah. Moment. Perfekt. Wo sind die Penner? Die müssen da hinter der Mauer stehen irgendwo. Wow, ist das Ding getitscht. Oh, hinterher. Nein, wie schlecht. Zack. Ich kann auch nicht hier an allen Seiten falten. Die muss ich unbedingt dezimieren. Die sind wichtig. Die zündeln nämlich kräftigst. Ah. Wow. Unglaubliche Nummer. Wirklich super viele Feinde da vorne. Das ist ein Nächster. Okay. Interessantes Manöver, Junge. Oh nein, jetzt muss ich aufpassen. Wie kann ich jetzt die Sprenkler anmachen? Scheiße, ich weiß nicht. Wo ist die Sprenkleranlage? Ja, wie denn? Hier ist der Tanker. Oh Gott. Das brennt hier alles aus. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Feuer... Wurde mir auch kaum erklärt. Ah, geil, da ist an. Die Sprenkleranlage. Glück. Und der LKW könnte gleich auch noch drauf gehen. Komm ruhig runter, du Schwein. Die sind wichtig zu erledigen. Am besten gar nicht auf die Dings schießen.
So ein bisschen höher dann annehmen. Damit es dann auch mit dem Kopfschuss klappt. Wow. So. Die Army kommt aus dem Norden. Ey. Wie viele kommen denn hier? Und wie wenig Unterstützung habe ich, bitteschön? Scheiße, jetzt sind da die Mondfelder da hinten in Gefahr. Ah. Nehmen wir nochmal den hier. Am Anfang hat er sich ganz gut bewährt. Was? Bams! Rein wir hier ein bisschen auf mit dem Granatwerfer. Boah, wie viele. Bams! Okay, schnell ins Auto rein. Scheiße, das Feld brennt. Das Feld brennt. Oder? Ah, die Sprengklassen an. Noch läuft's. Ist ja viel einfacher, wenn die einfach nur... Boah. Muss aufpassen, dass jetzt nicht in die... Okay, sind die Sprengler an? Nein, die Sprengler... Nein, sie laufen nicht wirklich. Oh, mein Gott. Rückgewinnung. Verdammt, AJ. Du hast gerade Amita erlaubt, auf unsere Erde zu spucken. Kyrat besteht nicht nur aus dem Volk. Es besteht aus Erde und Felsen. Wenn du unser Land vergiftest, vergiftest du alles, wofür dein Vater gekämpft hat. Es tut mir leid, Sabal, ich weiß, du hast recht. Und rein, ja, wenn man es aus einer Warte sieht, wo man sagen würde, hey, da muss man sich so ein bisschen ranhalten, das ist nicht korrekt und hin und her. Wir wären aber nicht in der Welt von Kirat, nicht in Far Cry 4. Und eigentlich ist es natürlich völlig richtig, man kann kein Land auf Drogen aufbauen. Aber wir hatten eine Diskussion in dieser Situation, wenn man um Freiheit und Armut kämpft, haben ja viele gemacht, viele Guerillas in Wirklichkeit. Die dann natürlich auf die Zahlung mit Drogengeldern gesetzt haben, um sich ihre Freiheit zu erkaufen. Also, lange Geschichte. Ja, das war auf jeden Fall ein krasser Fight hier oben. Alter Schwede, haben wir richtig was abbekommen. Für Amita haben wir die Nummer diesmal erledigt. Wie auch immer. Lief halbwegs gut. Trotz Handicap mit dem Analogstick immer noch. Aber ich glaube, langsam aber sicher lerne ich dazu. Und es macht Spaß. Und das ist die Hauptsache. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und jetzt sagt man noch schnell Munition ein. Ciao!